Der nächste bitte. Guten Tag. Ich möchte gern diesen Videorekorder reklamieren. Er nimmt nicht auf, spielt auch nicht ab. Und wenn man dann den Stecker in die Steckdose steckt, dann hört man den Bolero und es fällt ein Fischstäbchen von aus der Klappe. Ich verstehe das nicht. Mhm. Und? Mögen Sie keinen Fisch? Ja, doch, schon, aber ich meine... Ja, was aber? Wo ist denn Ihr Problem, hä? Ich möchte halt gerne damit Video gucken, ne? Igitt, welch eine widerliche Arroganz. In Afrika verhungern Tausende von Kindern. Mit nur einem Fischstäbchen könnte man da einen ganzen Stamm 3 Monate ernähren. Und Sie jammern, weil Sie Ihren fetten Arsch lieber ins Sofa drücken und Video glotzen wollen. Aber so ist das doch gar nicht gemeint gewesen. Ich meine, ich wollte doch nur... Ich wollte. Dann verschwinden Sie gefälligst, bis Sie wissen, aber was Sie überhaupt wollen. Sie abschauen. Bitte, los, gehen Sie mir aus den Augen. Weg. Der nächste? Ja, guten Tag. Ich habe Probleme mit diesem Elektromixer hier. Schön, ja. Warum erzählen Sie mir das? Aber Sie sind doch hier die Reklamation, nicht wahr? Mhm. Wer sagt das? Das steht doch hier an Ihrem Tresen vorne, oder oh. nicht? Oh. Entschuldigung. Hm? Aber gehe ich recht in der Annahme, dass Sie das Schwein sind, das sich das Backsteinhäuschen gekauft hat, ja? Bitte wie meinen? Ja, schon gut, Pfiffikus, ne? Also, was soll denn nun sein mit dem Mixer? Nun, wenn man ihn anschaltet, ja, bekommt man einen elektrischen Schlag. Mhm. Meine Frau, die liegt jetzt schon im Krankenhaus und dabei habe ich dieses Gerät erst letzte Woche in ihrer Elektroabteilung gekauft. Das und, kann gar nicht sein. Wieso nicht? Letzte Woche gab es bei uns gar keine Elektroabteilung, deswegen. Aber natürlich gab es sie. Ich meine, ich war doch da. Ja? Nun, beweisen Sie es. Hier, Moment, der Kassenbon. Mhm, danke. Hey, aber das können Sie doch nicht machen. So, also los, ich habe nicht ewig Zeit. Wo ist der Bon? Den haben Sie doch eben verbrannt. Habe ich nicht. Haben Sie wohl. Ich hab's doch genau gesehen. Jetzt hör mal zu, du kleine Mistbeule. Soll das etwa heißen, dass ich lüge? Nein, aber ich meine, ich hab doch genau gesehen. Ja, ich meine, das ist doch nicht fair von Ihnen. Nicht in diesem Ton, ist das wohl klar? Entschuldigung. So redest du nicht mit mir, du kleiner Haufen Kundenscheiße. Verstehen wir uns? Ausgezeichnet. Und jetzt verschwinde, ja? Ja. Bevor meine unsichtbare Faust dir auch noch die kleine Nörgelfresse poliert. Ja. Verstanden? Sicher. Weg! Und nimm deinen Scheißmixer mit dir! Der nächste. Hallo, was wollen Sie bitte? Hallo. Was? Guten Tag. Reklamation. Mein Name ist Radiofen, Herr Radiofen, und ich komme nur einmal ganz zufällig hier vorbei, um Ihnen einmal das Geheimnis meiner Sendung, das Frühstück... Wer? Was? Wie? Radio zu erklären. Es liegt nämlich in seiner Behinderung. Frühstücksradio. Ihr Gefühl fürs WC. Schrecklich. Ja, einfach schrecklich. Schlimme Sache. Einfach so. Einfach so, ja. Während der Arbeit. Oh. Keiner weiß wieso. Ja genau, er war doch eigentlich ganz gesund. Eben, und eben. Dann einfach, peng, mitten raus und er ist tot. Hast du nicht gesehen? Und dieses Gesicht von ihm, nicht das Gesicht. Oh, oh. Verzerrt, jo. Panisch. Jo. Richtige Fratze. Ja, furchtbar. Er war einer der Besten. Ja. 85% aller Reklamationen, die er behandelte, wurden freiwillig zurückgenommen. Ja, okay, er war gut. Ja. Er war gut. Aber trotzdem, kein Vergleich mit dem Neuen, sag ich dir. Kein Vergleich. Das stimmt, ja. Bei dem ist bisher jeder wieder gegangen. Sogar gerannt. Ja. Guck mal, da. Schau mal rüber. Ja, da. Also, junger Mann, schauen Sie sich mal dieses Telefon an. Es hat gar keinen Hörer. Aha, das ist natürlich gar nicht schön, junge Frau. Wir werden es natürlich gerne umtauschen. Aber während ich diese Formulare einmal ausfülle, da könnte ich Ihnen ja vielleicht einmal ein klitzekleines Geheimnis erzählen. Aber gern. Nämlich das von meiner Sendung, das Frühstück. Aber junge Frau, rennen Sie doch nicht weg. Sie haben Ihr Telefon vergessen. Hallo? Hallo?